Allô. Ja, Tatsache. Gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet. Das ist eine gute Idee. Ich bin nämlich heute Mittag am Laptop eingeschlafen. Ich habe mich in meinen Sitzsack reingesetzt. Dann war ich so müde beim Programmieren, dass ich erstmal, glaube ich, 30 Minuten lang geschlafen habe. Gut. Gut, dass ich keine Meetings hatte. Ah, keine Ahnung, es ist viel zu heiß, so ab abends irgendwie was zu machen. Da will man irgendwas was anderes machen. Ich habe außerdem mir jetzt ein Fahrrad gekauft, so ein teures Mountainbike. Das muss ich jetzt mal auf Vordermann bringen. Das ist nämlich so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, ich will es nicht vergewaltigt nennen, aber man hat daran gemurkst. Wenn man es im Dialekt sagen möchte. Muss da noch ein bisschen Liebe reinstecken, damit es ordentlich läuft. So. Weil ich glaube, der Neupreis von dem war irgendwie 1200 Euro oder so. Und dann kam da noch haufenweise so Zeug, wo man sich auch nur denkt, okay, davon habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Wusstest du, dass man Scheibenbremse Luft kühlen kann? Da macht man dann nämlich Kühlkörper oben auf die Bremse, verbindet die irgendwie und dann kühlt es die Bremsbacken. Ja, genau, also du hast dann quasi so oben wie einen passiven Kühlkörper bei deinem CPU und der pustet dann quasi beim Fahren die Bremsbacken kalt. Mega cool. Aber naja. Mein Hinterreifen, der eiert ein bisschen und das muss ich irgendwie rausbekommen. Ich bin mir aber auch, weiß ich, unsicher, ob ich zu einer Werkstatt fahren soll und das einfach die Werkstatt machen lassen soll, weil ich habe keinen Bock, ein Laufrad zu richten. Das ist nämlich Autismusarbeit. Keine Ahnung. So, was wollte ich denn jetzt noch machen? Genau, irgendwas, was die gesagt haben und dann mache ich das fix und gehe dann was Produktives machen, wie schlafen oder so. Allem von der Hitze und die ganze Zeit auf den Monitor gucken, meine Augen sind so müde, die tun so weh. Das ist irgendwie scheiße. Hätte tatsächlich wieder Lust, letztens Witcher weiterzuspielen. Da habe ich 30 Minuten gespielt und hatte keinen Bock. Das ist richtig enttäuschend. Witcher. Ja. Ja, genau.
Nee, ich habe da glaube ich irgendwie schon 60 Stunden reingekloppt. Aber ich habe auch irgendwie gefühlt jede Nebenmission gemacht, weil ich so begeistert war am Anfang. Aber so gegen das Endgame jetzt, ich glaube, ich bin jetzt quasi so in den letzten paar Hauptstory-Missionen. Da mache ich jetzt so ab und an mal ein paar Nebenquests, einfach um die Belohnung abzusahnen, um zu leveln. Aber irgendwie lohnt sich das auch gar nicht, weil du kriegst manchmal so gar keine EP mehr. Das ist irgendwie doof. hier, ich habe Teilzeit beantragt und es wurde genehmigt tatsächlich. Das ist genial. Nee, eigentlich wollte ich meine privaten Projekte weitermachen, weißt du? Ich habe ja meine Never-Ending Projects List und die muss jetzt langsam irgendwie abnehmen. So, das geht ja nicht. Und das Ausschlaggebende, ich weiß nicht, war das auf dem Pro oder habt ihr das in den Discord hier gepostet? Ich glaube, das hast du mir geschickt. Ich weiß es gar nicht. Oder irgendjemand anders. Ach, keine Ahnung. Das ist alles zu wischiwaschi. Da hat so ein ähnlicher YouTuber wie kurz gesagt einfach mal berechnet, wie viel Lebenszeit du quasi für deine Hobbys hast. Und das sind effektiv in deinem gesamten Leben nur 7 Jahre. Also am Stück quasi. Also die ersten 18 Jahre hat er quasi nicht mitgezählt. Die ersten 20 waren es, glaube ich. Und danach rechnest du ja 40 Stunden die Woche kloppen und dann halt noch 8 Stunden Schlaf. Dann bleibt dir halt echt nicht mehr viel Zeit so. Das ist halt, keine Ahnung, das ist irgendwie doof. Oh, jetzt hat mir Tobias geschrieben. Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich 3 Bücher gekauft. Ich habe dir geschickt, dass ich dieses 10, wie hieß denn das? Das habe ich dir geschickt. Das hat der Horst die vorgestellt. Ja, genau. Ja, genau, das habe ich mir jetzt gekauft. Ja, keine Ahnung, ich lese es mir jetzt durch, aber ich meine, auf 60 Seiten, nee, 600 Seiten kann man nicht groß viel Müll reinschreiben. Also, es hat mich ja interessiert. Das muss ja erstmal ein Buch schaffen. Ich lese ja eigentlich nur Sachbücher, okay? Ich lese nur pure Sachbücher. Und jetzt hat mich Horst dazu überredet, mit seinem Video dieses Buch irgendwie interessant zu finden. Ja. Nee, das ist absolut keine Ahnung. Es interessiert mich halt quasi kaum. Ich habe mir jetzt nur zum Ukraine-Krieg diese ganze Geschichte zu Bandera und was halt Mr. Wissen to Go da aufgearbeitet hat, habe ich mir mal durchgelesen. Dann halt noch so ein paar Side-Facts.
Ja, natürlich, also. Ja, aber Erik, seien wir mal ehrlich, die Unterrichtsmaterialien in der Schule sind ja einfach grottenscheiße. Also ich habe zweimal, glaube ich, mir den Zweiten Weltkrieg antun müssen mit den ganzen Nebengeschichten um Adolf Hitler, aber nicht, was die alles gemacht haben. Also okay, ich weiß, wie viele Juden dann umgebracht worden sind, aber nicht, was mit dem Umland passiert ist, oder? Also keine Ahnung, das ist halt alles so einseitig. Ja, keine Ahnung. Also ich habe ja heute den Post auf dem Pro gesehen, wo der eine Landwirt da seine Ernte eingefahren hat und die bloß ein Proteingehalt von 8% hatte. Ja, da habe ich tatsächlich von demselben Typ mit einem so ein BWLer, auf dem VWLer, einen Podcast angehört, eine Stunde lang, wo die einfach darüber, über Ungarn und die jeweilige Lage quasi geredet haben, was ich interessant fand. Weil Niederlande, nicht Ungarn war das war die Niederlande. Die Niederlande hat ja quasi eine Selbstversorgung von irgendwie 110% oder so. Das heißt, die exportieren ja quasi überwiegend alles, was die anbauen. Währenddessen Deutschland bloß eine Selbstversorgung von, glaube ich, 8, ach, ja, 9. Ja, genau. Ja, wobei das meiste, glaube ich, auch von den Feldern, von den Erntebeiträgen, habe ich einfach nur auf dem Pro gelesen. Also quasi, ich habe das nicht verifiziert. Ich glaube, 60% davon geht für die Viehzucht drauf, ne? Also das heißt, wir haben eine Eigenversorgung von Fleisch und so eine hohe. Also, aber keine Ahnung. Ich bin da nicht so viel über.
Das ist halt so die große Frage, ne? Also ich gucke mir jetzt halt ziemlich viele Videos, also ich höre sie halt eigentlich bloß, ne? Weil ich sitze jetzt nicht mehr am PC und programmiere irgendwas am Abend, sondern ich schone meine Augen, weil die tun halt scheiße weh und es ist zu warm und man hat einfach keinen Bock. Ich meine, ich habe nicht mal Bock zu zocken, das muss doch irgendwann was heißen. Aber gut, das ist ein anderes Problem. und ich habe jetzt so einen groben Umriss, was in der Welt so quasi abgeht und dieses lokale Denken, was ich da vorher halt hatte, das ist halt wieder einfach nur eine richtig krasse Sache, wenn du das im Vergleich zur globalen Welt siehst. So. Ich meine, guck dir mal an, wir haben jetzt unsere Märchenzahl von 7,9% Inflation oder so, wobei halt in der Türkei mit 70 und dann gehst du Richtung Venezuela, die immer noch bei 150 rumgammeln. Und China ist genauso auf dem Weg zu einer Hyperinflation. Das ist halt einfach witzig. Also, es ist halt einfach. Ah, okay, gut. Ich lasse dich für, keine Ahnung, 10 Minuten alleine, dann komme ich wieder in den Call rein. Dann, ich zeige nämlich Tobias, wie man Mautic benutzt. Und dann lassen die mich hoffentlich alle wieder in Ruhe, wie man Dinge benutzt. Weil anscheinend sind meine Tutorials zu direkt und ich verstehe nicht, wo man was klicken muss. Aber naja. Aber bis gleich.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.